Hey Leute, heute will ich euch mal was Grundsätzliches zu Schaltregeln erklären, wie Schaltregeln eigentlich funktionieren. Zwar stellt euch vor, wir haben hier eine 12 Volt Spannungsquelle, einen Schalter und eine Glühbirne. Und wir schalten den Schalter, wie bei einem Schaltregler, sagen wir mal 37.000 mal die Sekunde ein und aus. Also ein, aus, ein, aus. Wir haben also quasi die Glühbirne 50% eingeschalten und 50% ausgeschalten. Die Glühbirne hat 20 Watt. Wenn die allerdings in 50% der Zeit an und 50% der Zeit aus ist, dann hat die durchschnittlich nur noch 10 Watt. Und das ohne, dass durch den Widerstand jetzt was verheizt wird. Man könnte ja hier noch einen Widerstand dazwischen machen, um die Glühbirne auf 10 Watt zu bringen. Allerdings wird der Widerstand dann 10 Watt verheizen und die Glühbirne auch 10 Watt verheizen, die Glühbirne dann auch nochmal 10 Watt. Dann hätten wir auch wieder, fast 20 Watt. Okay, eigentlich weniger, aber wir hätten, wenn wir dann Widerstand reinmachen, hätten wir ein Bauteil, das heizt, also Wärmeverluste. Wir haben dann die halbe Leistung weggeschmissen. Wenn wir den Schalter machen und den Schalter nur in der halben Zeit einschalten, halben Zeit ausschalten, dann hat die Glühbirne in der halben Zeit 20 Watt und in der halben Zeit 0 Watt. Und das ergibt dann auch wieder 10 Watt im Durchschnitt. Nur, jetzt wenn wir hier einen Kondensator noch ranmachen würden, also wie hier einen Kondensator, dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren, weil sobald der Schalter eingeschalten ist, ist der Kondensator auf die 12 Volt aufgeladen und wenn der Kondensator ausgeschalten ist, liefert der Kondensator weiterhin Strom an die Glühbirne und die wird dann weiterhin fast 20 Watt haben. Daher, eine zweite Möglichkeit wäre, man könnte einen Widerstand einbauen und dann einen Kondensator. Der Schalter wird eingeschalten, durch den Widerstand wird der Kondensator nur zur Hälfte aufgeladen. Dann wird er ausgeschalten, dann wird der Kondensator wieder entladen über die Glühbirne. Dann wird er wieder eingeschalten und Kondensator zur Hälfte aufgeladen. Nur der Widerstand, die hat einen Nachteil, die heizt wieder. Also nehmen wir ein Bauteil, das nicht heizt, das keine Heizverluste hat, und zwar eine Spule. Eine Spule, die hat die Eigenschaft, wenn Strom angelegt wird, also wenn Spannung angelegt wird, fließt erstmal kein Strom. Der Strom, der baut sich erst mit dem Magnetfeld langsam auf. Und wenn der Schalter wieder ausgeschalten wird, dann liefert die Spule Strom, wenn das Magnetfeld wieder zusammenbricht. Also wir haben eine Spule mit Kern. Das heißt, wenn hier Plus und dann Minus anliegt, dann fließt der Strom hier durch die Spule durch, lädt den Kondensator langsam auf, fließt dann weiter und zurück und die Lampe leuchtet. Und wenn der Schalter ausgeschalten wird, dann, und zwar dadurch brauchen wir die Diode hier, dann polt sich die Spule um, statt Plus hier, Minus hier, haben wir hier Minus und hier Plus, weil das Magnetfeld zusammenbricht und die Energie, die im Magnetfeld gespeichert wird, die entlädt sich über diese Diode in den Kondensator. Also Plus, der Strom fließt dann durch den Kondensator und hier über die Diode wieder zurück. Und damit haben wir hier auch wieder eine Spannung. Und je nachdem, wie das Ein-Aus-Verhältnis jetzt ist, das Ein-Aus-Verhältnis kann man mit dem Schaltregler IC oder so regeln, kann man dann mehr oder weniger Spannung hier anlegen oder weniger Strom hier anlegen und damit von 12 Volt auf weniger Spannung runter transformieren, ohne dass man jetzt Power-Elemente hat, die jetzt wirklich heizen, weil die Spule, die ist an sich fast verlustlos, die Diode, die hat 0,2 Volt Verlustleistung, was eher nicht viel ist, und der Kondensator ist auch ein fast verlustfreies Bauteil. Das hat jetzt die Folge, dass wir hier vielleicht 12 Volt und 1 Ampere reinlassen können, aber hier dann 6 Volt und 2 Ampere ziehen können. Oder 6 Volt und fast 2 Ampere. Bei ein bisschen Verlust hat die Diode schon, die Spule auch und der Schalter, wenn wir einen Fed nehmen, der ist auch nicht ganz verlustfrei. Allerdings mit diesem Weg, also mit so einer Schaltung, könnte man schon über 90% bis 98-99% Wirkungsgrad erreichen, was ich bei dem einen Schaltregler auch habe. Bei dem Schaltregler habe ich noch eine Verbesserung, und zwar, ich steuere den MOSFET jetzt nicht mehr direkt mit dem TL494 an, sondern ich habe hier BD139, BD140 Transistoren dazwischen, in Emitterschaltung, also in Emitter-Gegentaktschaltung, die das Gate von FET schneller auf Plus legen oder auf Masse ziehen. Und damit geht das Ganze viel effizienter. Das heißt, ich kann jetzt mehrere Ampere schalten und der FET bleibt eiskalt. Es wird nur noch die Diode warm und die Spule warm. Dadurch schaltet der viel, viel steiler.
Und ja, ich habe jetzt gerade 1,15 Ampere, 16 Volt Eingang und über 4 Ampere am Ausgang. Das schaut schon sehr gut aus. Ich kann jetzt mal noch mit dem Oszilloskop gucken, wie es da ausschaut. Wenn ich da am Oszilloskop gucke, ich habe 35,5 kHz und die Flanken sind wirklich sehr stabil. Hier habe ich einen Überschwinger, da hätte ich auch einen Überschwinger. So mal größer machen. Da hätte ich richtig einen Überschwinger nach oben. Genauso wie da. Warte, machen wir es mal so. So sieht man es besser, denke ich. Ja, da habe ich wirklich einen Überschwinger nach oben. Aber die Schaltflanken sind echt sehr steil. Die Einschaltflanke, die Ausschaltflanke. Ich habe jetzt schon 5 μs. 2 μs, okay. Auf jeden Fall für 35 kHz schon ein sehr guter Wirkungsgrad. Wenn ihr wirklich sehr schnell einschaltet, dann hier, da müsste die Spannung 10, 15, ich glaube, ja, die geht bis 30 Volt fast hoch hier beim Einschalten. Schaltet der Feed ein, dann bleibt er an und dann schaltet er da wieder ziemlich schnell aus. Und ich messe jetzt von Masse auf MOSFET drehen, also beim MOSFET-Ausgang. Beim Gate, wenn ich am Gate messen tue, schaut es ähnlich aus. Am Gate, wenn ich messe, schaut das Signal so aus. Das heißt, wenn die Kamera den mal scharf stellt, weil dadurch das, warte, ich versuche mal das Ganze auf automatisch scharf stellen. So, genau, da haben wir auch, und zwar eingeschalten ist der Feed, wenn er auf Minus ist, also die Zeit ist er an, dann ist er da wieder aus. Also ein ist unten, da ist er eingeschalten und oben wird er ausgeschalten, weil ich ja ein Pi-MOSFET habe. Der Feed, der schafft 75 Ampere, 55 Volt, was echt viel ist und hat einen RDS-Ohm von 0,02 Ohm. Das heißt, er wird, selbst bei mehreren Ampere vielleicht lauwarm. Ja, und wenn er viel perfekt angesteuert wird, dann schaut das Ganze viel besser aus, dann habe ich noch viel weniger Verluste. Jo. Das bedeutet für mich, ich muss den Schaltplan noch ergänzen und diese Gegentaktstufe noch einzeichnen. Ansonsten ist alles gleich. Der Feed schaltet ein aus, ein aus, ein aus. Der schaltet wirklich nur ein aus. Der Chip, der bestimmt, wie lange er angeschalten ist und wie lange er ausgeschalten ist. Das Ganze wird in die Spule geschweißt, auf den Ausgang. Und die Diode, die sorgt dafür, dass wenn der Feed ausschaltet, dass die in der Spule gespeicherte Energie über die Diode dann auch wieder auf den Ausgangsakku kommt und mir dadurch den Lithium-Akku lädt. Ja, und an den Draht hier, die ja auf Pin 16 von dem Chip ist, regelt der Chip genau 4,20 Volt ein. Und auf den Eingangspin hier bei dem Potty, da begrenzt der Chip den Strom, sodass die Eingangsspannung nicht komplett zusammenfällt. Ja, okay.